Willkommen zurück bei der Gülle Froh. Vielmals merci, dass ihr angeschaltet habt. Heute hat mir der Luc Frieden, also Premierminister, bei unserem Podcast. Ich habe mich gefreut, wie es wirklich als Premier zu sehen, was seine Vision für Lützeburg ist und wie man über das Hescheverbot gespart. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Also vielen Dank für das Schalten. Wie ihr seht, haben wir heute hier für die zweite Kehr dürfen zu begrüßen, den Herrn Luc Frieden. Und ich will direkt sagen, wir wissen nicht alles, wie immens zu schätzen, dass ihr ein Mann von ihrer Werder seid. Die hat im letzten Interview versprochen, dass ihr, wenn ihr bis Premier seid, zurückkommt. Und heute sieht er. Also, vielmals merci. Gerne. Und wir wissen, dir hat viel zu dienen, dir hat viel Stress. Du wärst umso mehr dankbar, sind wir, dass du da bei unserem bescheidenen Podcast bist. Ja, es hat zu viele Leute gesagt, wie ich schon gesagt habe, und der Luc Frieden kann dabei sein. So, vier und die Wahl, das ist ja normal, dass du kannst. Und dass du so am ganzen Stress und nach Zeit wie ihr schaut, fand es wirklich cool. Und ich fand es flott, heute zu sehen. Ich muss sagen, schon ein Interview an der Wahlkampagne ganz genossen. Ich hätte das effektiv versprochen. Und du bist nicht gerne hei. Ma, vielmals merci wirklich. Ja. Kommen wir zur ersten Frage, das ist wahrscheinlich die wichtigste von heute. Wen du dir am besten fand beim Eurovision Song Contest heute in Lützeburg? Ich schon eigentlich Krieg von der Stimme am besten fand. So. Und ich schon aber gespürt, dass es könnt Tali gehen, weil ich als Lied flott fand tun, weil es nie eine Show rundherum hat. Und ich weiß, dass bei denen Song Contest und Show auch eine Rolle spielt. Aber schon von der Stimme habe ich eigentlich Krieg als am besten gefunden. Ja. Und noch vom Lied hier, von der Musik hier, das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Also, das ist gar spannend, nämlich Krieg effektiv. Und wir wissen das selber festgestellt und hat es dadurch. Und wir haben eben noch von Show rundherum war beim Tali ein ganz anderes Niveau. Das war wirklich eine Show. Ja. Aber im Krieg war ja mehr einfach just ein Lied, was für sich stimmt. Mir hat sich aber bewusst dafür entschieden, keinen Tänzer zu nennen. Ich lebe das. Ja. Ich lebe das, weil das so schwer, wenn er um seinen Platz geht, konzentriert er sich auch mehr auf Lied, an Stimmen, dass er Song Contest. Ja. Und bei den anderen guckt er natürlich rundherum auch Tänzer und Tänzerinnen, die ganz gut waren. Ich kann mit dem Resultat aber ganz gut leben. Ich fand das schon eine All-Performance flott fand. Ich war kein dabei, wo es gesagt ist. Mama kann, ich finde sie auch gut fand. Ich muss auch sagen, dass den Tali, was gewonnen hat, hat eigentlich ganz gut. Das ist schon ein flottes Lied, und ich finde nur, dass man gelauscht hat, die Lieder läuft wieder, dann ist ja auch der Bitte davon. Ja. Das ist ein ganz flotter Rhythmus, das ist sehr offen. Mhm. Ja. Und hat auch das ganze Drama am Ort vom Tali, nur so auf Social Media, was gesagt hat. Schon der zum Deal mitgekriegt, und ich fand der nicht ganz fair und auch nicht appropriiert. Und ich fand eigentlich gut, Lützeburg ist ein Land mit vielen, einer ganz flotter, diversifizierter Population der Jugend. Ich fand, das passt total an die Lützeburger Gesellschaft. Ja, am Anfang wusste ich es nämlich nicht richtig, weil hat das ja auch in die Schule gegangen, hat das eben international halb gewusst, was ja voll okay ist, wie die auch richtig so, genau. Ich habe am Anfang gedacht, dass ich aus dem Ausland reinkommen und hat nichts mit Lützeburg im Hut. Mit dem war es nicht so. Hat das ja in die Schule gegangen, eben in die internationale Schule. Ja. Aber das ist okay. Komm mal gleich zurück für die Wahlen. Wenn er hat für die Wahlen müssen darauf warten, dass ihr noch Premier wärt, hat er da ja gesagt oder nicht? Das ist zu 50% ja, weil sonst wäre ich nicht Spitzenkandidat. Also da war schon, wenn ich ein Ziel so am A habe, dann konzentriere ich mich darauf, da finde ich auch gleich so gut darüber geschwärmt. Ich war erstaunt, dass ich gegen all meinen Beruf abgehen. Ja. Natürlich hätte ich nicht gemerkt, wie du nur am Schulmarsch zu landen. Ich finde das schon gemerkt. Weil sonst da mal nicht mehr hin. Ich hätte von meinem Spurbuch ein bisschen so aufgehauen. Aber ich habe nicht gemerkt, natürlich mit der Hoffnung zu gehen. Ich war mir aber auch bewusst, dass es ein schwieriges Match ging, weil die anderen Spitzenkandidaten waren auch ganz stark. Waren doch auch die von vier Ram mehr bekannt waren, weil ich war ja 10 Jahre total fort, also unbekannt. Und ich habe gedacht, wenn ich so ein bisschen rumzukriegen, das geht schwierig. Mir hat geklappt und dafür bin ich eigentlich erstaunter Frau. Und was hat er diesen Tag selber gemacht in den Wahlen?
Die hat gesagt, die gibt zwar an den Busch spazieren gegangen. Ja, ich habe das so gemacht. Ich habe das so gemacht, weil das Mensch immer so viel, die da einen Schreck geschlagen haben. Sie sind mal ins Wiele gegangen, das sind ins Wiele gegangen, ein Foto gemacht, das war schon wie mir. Ja, impressionant, ja. Wie früher, ich war ganz alleine im Wahlbüro. Das ging ja Sturm, Television, da haben Fotografen. Dann sind spazieren gegangen, und Ofis, so, ich war oft ganz allein an einem Büro, weil ich wollte auch nur denken, was ich ging, die nur, wenn die noch Resultat, wie ich das ging, machen. Das war schon eine ganz, ganz spezielle. Hat er nicht schon für drin all Plan, wenn das geschieht, der Mann steht, wenn das geschieht? Ach, ich wusste, okay. Ja, ich habe mein Szenario. Ja. Ach, die hatte ich, aber die habe ich während dem Ofen ein bisschen mehr gefeilt. Dafür sollte ich auch oft länger, du wärst immer abgeschrieben, je nach Resultat, geht es da, geht es da, dort. Ich hatte auch meine Verhandlungsposition für die Runde evaluiert. Und das ist ja eine Verhandlung an der Hof, in der Politik ist das selbe. Wenn du eine Negotiation gehst, musst du auch wissen, was du willst an der Negotiation. Ja. Ja. So, wenn dir ein Sponsor sicher geht, wirst du auch für darüber, was du dem erzählt. Genau. Das ist einfach wie Schachspielen. Ja, ein bisschen. Just hängt nicht alles von dir selber auf. Es geht auch die Wähler. Ja. Und der Wähler hat ein extrem interessantes Schwach ausgedrückt. Der Wähler hat der CSV 30% gegeben, weil dann ein Wahlsystem hat viele Parteien, viele neue Parteien noch. Ganz spektakulär ist, besonders weil an den Sondagen über die letzten Jahre CSV eigentlich eine Attraktivität verloren hat. Und ich bin jetzt fertig durch den Wahlkampf, den ein relativ personifizierter Wahlkampf war, CSV auf 30% zu bringen. Weil bei Wahlen geht alles auf Null immer un. Bei Wahlen geht nicht Sitz verlieren und Sitz gewonnen, geht bei Null un. Besonders wenn ihr aus der Opposition kommt. Ja. Das ist das, dem neue Lüge zu schreiben. Ja, das ist wahrscheinlich zum Deal richtig. Mit so vielen Faktoren, die Matt spielen, wenn du doch Matt gespielt hast, die gering die Wahlen massiv verloren. Hat er das gedurcht? Nein. Ich wusste, dass Leute vieles nicht gut von tun. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie gingen so viel verlieren. Schon, ich war wirklich überrascht. Ich meine, nicht verrieren im Land, oder? Also. Ich war nicht überrascht, dass es verloren ist. So krass. Ja. 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 Wie sieht es, Herr Schwilmes? Schwarz ist die neue gering. Ich meine, dass Leute nicht mehr meinen, dass just eine geringe Partei ein Gefühl hat für die Natur und Biodiversität. Ich meine, dass der Klimawandel extrem wichtig ist. Und das ist auch für mich ganz wichtig, dass just der Push für die Hinein zu gehen. Also ein Jahr. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute muss matteln auf dem Weg. Wenn ihr alles verbietet oder seht, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, das ist nicht ganz encourageant. Auch wenn ihr gesagt habt, die Bauern, die auf der Straße stehen, die sind noch nicht gegen die Natur. Aber bon, die Leute, die leben an der Natur, die wollen noch gucken, dass sie hier ihr Brot verdienen. Also muss ich gucken, wie viele Düngemittel dürfen sie gebrauchen, was können sie hier oder da machen. Da muss ich finden, mit den Leuten schwätzen. Und das ist am Anfang die geringe Politik, wenn ich die so nennen, die ich will machen. An dem Menschen wird auch bei den Wählern überzeugt, die will ich auch umsetzen. Ja, das heißt, ja, die Green Partei hat den Fehler gemacht, dass sie zu viel von nur erhoben, zu viel am Negativen, also zu viel am Anfang befehlend, gesucht und verbietend waren und nicht genug Mathe-Leute zu summen. Ich will nicht unbedingt so verbietend, aber viele Projekte sind nicht weitergekommen, weil die Umweltkonstellationen, andere Konstellationen überwiegen haben. Das letzte Mal ist das überwogen. Wir sind die richtige Balance fanden. Da kein Häuser können gebaut gehen, klingt ein bisschen populistisch, das ist aber nicht. Wir müssen viel oft eine Balance machen. Wenn du bei einer Industrie brauchst, soll ein Häuser gebaut gehen. Wofür du Schrottlauch? Da muss ich können bauen, auch wenn in der Zwischenzeit ein Biotop entstanden ist. Dann ist der Biotop, dann ist eben, da muss ich gucken, wir brauchen Wohnungen, das ist sowieso ein Schrott, an der Projekt beginnt. Ein Willus, wie muss gebaut werden, auch wenn es auf einem Platz durch den Busch geht. Ein Willus wäre so doof, dass man Soft Mobility hat. Natürlich die Aufweihung, wenn ich das nicht richtig gemerkt habe. Das sind nicht denen, die gering sind. Ich wollte es tun, die Geringe bei den Wahlen massiv verloren. Und der Rest muss ich noch Lektionen zeigen. An die Politik, die mir verkauft und die visiblement mehr Leute überzeugt. Aber wie hat euch gefühlt, den Ofen selber? War der froh, war der Opa? Also wie fühlt das sich schön? Ah, das ist schon ein unique Moment. Ich muss sagen, den impressionantesten Moment, dass wenn es schon als letzte von den Spitzenkandidaten das Wort ergriff.
auf der Television, weil ich das bewusst gemacht habe. Ich habe auf der Television mir die anderen angeguckt. Und dann habe ich gesagt, wegen Moment gehst du raus. Und ich wusste in dem Moment, dass ich die stärkste Partei bin. Ich wusste nicht, was mir ging geschehen. An dem Moment, wo ich, als du aus dem Büro gehst, wusste so, bis hier am Mikro, wo die ganze Partei steht, das war der impressionante Moment. Also ein Moment von Frieden, aber auch ein Moment, wo du realisierst, du änderst alles. An den zweiten Moment, als eigentlich, und den ist noch mal mehr impressionant, das ist der Moment, wie ich für den Grand Duc stehe, habe ich den Eid aufgelöst. Weil den Eid auflehnen, das ist nicht, wenn ich so tamt hier, wenn ich dann ein Sprüchelchen oder so, du realisierst, dass von dem Moment du nicht die Verantwortung für das ganze Land. Mhm. Ich muss sagen, dass das so gut wie ich die 50 Jahre der Regierung war, extrem beeindruckend. Aber wie fühlst du da tun? So, ich habe den Herrn Xavier Büttel, der hat nämlich auch Demos gefroren. Ja, ich fand nicht, nee, mein Froh aus. Weil, wenn ich mir vorstelle, an ihrer Position zu sein, gehe ich mir schon denken, so, ja, ich sehe schon heute Motherfucker vom Land, so, ich sehe schon den Nummer 1 Monsieur hier am Land. Gell. Und hast du nicht so gefühlt, so, ich regiere gerade das ganze Land, dass er das realisiert? So. Ich dachte mir nicht, man weiß ein Deal von dir. Ja, ja, also das war ein war Aluminium, nicht. Ich habe auch nicht ein Gefühl hier. Okay. Weil ich fand, dass ich immer muss ganz bescheiden bleiben muss. Das ist ganz wichtig. Zuras noch immer weiß, dass er immer einen begrenzten Mut hat und enorm viel Responsabilität hat. Das ist mir das Gefühl, was ich schon in Luzern heiße, nicht der Big Boss. Ja, und, ich muss einfach so, wenn ich durch einen Stroß gehe, durch einen Stroß, wenn ich mir schon wusste, Datei, für Datei alles, was du zuständig. Mhm. Aber das hat effektiv mehr geändert, seit dem 17. November, wo ich den Eid aufgelöst habe. Okay. Ja. Also nicht besser wie am Sport, doch, das ist aber schon so eine Kompetition, ja. Das ist schon ja. So, viele denen ist nicht so, schon gewonnen, so schon gegen die anderen gewonnen. Ach, das ist das auch, weil das ist ja ein Match. Ich muss aber sagen, so, auch wie an einem fairen Sport, ich muss sagen, so, dass die vier Spitzenkandidaten von den Hauptparteien ganz gut mit den Dienst gesehen haben. Das ist auf jeden Fall ganz positiv in der Demokratie. Mhm. Ich ging sogar so, dass der Wahlkampf als Freundschaften zu Freunden gemacht und auch Freundschaften, die schon bestanden, nur renforciert haben. Und das ist eigentlich unik. Es war für mich bis die flotste Wahlkampf. Ich habe da fünf oder so gemacht. Es war die flotste Wahlkampf. In der ersten Zeit ein ganz flott löscht, die sich ganz gut verstanden haben. Und das ist auch ein wie am Sport. Du warst nicht in die Männer sein Konkurrent, ob sonst natürlich nicht mehr pur gewählt gehen. Ich finde das enorm positiv. Und ich hatte wirklich ein flott löscht. Ich muss auch so ein. Mit der Madame Tonson, der Madame Lehnert, der Xavier Büttel, das war ein ganz flotter, respektvoller Debatte. Türkei so den anderen, so Hände, so Daniel, so oder dann etwas Schlimmes. Und das haben sie auch nicht so gespürt. Das ist nicht so wie in Amerika. Ich meine noch, dass in der Vergangenheit auch zu Lützburg nicht immer so wert, doch mit den Personalitäten zu tun. Ja. Die hat von ihrer Lösch, von ihrer eigenen Partei geschwärzt. Und du hast nämlich auch. Am Dezember um 100,7 am Anvite vom Dach habe ich gesagt, was mich interessiert hat. Nämlich, Premier zu sein, als Generaldirektor von einer Firma zu sein. Ich muss die Firma zusammen noch vier bringen. Und da war mein froh natürlich, als jemand interessiert, dass wir irgendwann selber Business zu machen. Wie möchte ich das dann? Wie kriege ich das hin? Also, ich muss nicht für den Satz viel kritisieren, ja. Weil Leute mengen, eine Reihe, die mich nicht vielleicht so gerne nennen, okay. Dass ich gegen den Staat mit einem Betrieb. Vergleich. Schön, cool, ich finde es cool. Ah, merci. Irgendwie so ganz so. Da ist auch ein bisschen drin, ein Kommentar. Ja, voilà. Ich finde es selbstverständlich, dass ein Betrieb hat als Zielsetzung ein Benefiz zu machen. Ein Benefiz ist auch per se nicht Schlechtes. Und ich weiß, dass der Staat andere Obligationen hat, wie just Benefiz zu machen. Der Staat hat Aufgaben, die Organisation vom Staat, Sozialaufgaben, den Interesse Generaler, selbst anders wie den Interesse lukrativ von einer Unternehmen. Aber was nehme ich das? Chef sind das sowieso, was nehme ich. Ich war auf vielen Betrieben, ich war von ganz oft der Chef. Ich war Präsident vom Groupe Saint-Paul, Präsident von der Mill, Präsident von Schandig Mersen, was gemeinsam immer hört. Du siehst, was will ich mit dem Betrieb machen? Und das ist eher froh. Mhm. Du willst, dass wenn du deine Zeitung rauskriegst, dass die Zeitung auch Kauf geht. Dass die Zeitung auch mittelfristig allein verliebt. Da musst du gucken, wie viele Investitionen da musst du da machen. Kann ich da die Wahrheit bezahlen? An einer Bank, also wie kriegst du Klient, wenn sie auch nach Banken neben drin. Was differenziert eins von den anderen? Am Land ist das nämlich. Ich hätte gerne, dass das Land
modernes Land wäre. Mhm. Das ist ein Land, das zum Beispiel ganz digital ist. Ein Land, das erneuerbare Energien hat. Mhm. Ein Land, wo eine soziale Kohäsion gibt. Ich will nicht, dass wir dauernd Rabakklapp auf der Straße haben. Mhm. Das ist, wenn ich spiele, das Leute nicht mehr in den Dann muss ich mit ihnen schwätzen. Dann muss ich gucken, wie kriegt ihr das Problem gelöst. Also muss der Chef muss sich immer sich ein Ziel setzen. Das Ziel habe ich gemacht. Ich bin so am Wahlprogramm. Ich habe die 10 Punkte selber geschrieben. Und dann muss ich gucken, die anderen sie überzeugen, dass die Mathe gehen. Okay. Weil der Chef, den länger, das bringt auch nicht fertig. Ja, genau. Auch immer in den Unternehmen, wo ich war, wo den Tag versichert, die sagen nicht immer all d'accord. Aber du musst so einen Flow kriegen an dem mhm. Gedanken. Du sagst, okay, wir gehen mit dem dort. Mhm. Mhm. Und das ist für mich an einem Betrieb ganz wichtig. Aber wenn ich nicht d'accord ist, muss ich noch lehren. Das habe ich an der Zeit auch gelehrt. Dann ist das. Wenn ich nicht d'accord ist, solange da nicht ganz viel sind, dann muss ich respektieren, dass ich eine andere Meinung hat, aber dann muss ich einfach weitergehen. Mhm. Ja, das bisschen, das, was, das bestätigt ein bisschen, wie ich es gesehen habe, nämlich als Leader muss ich eine Strategie bzw. eine Vision für seinen Betrieb, für was auch immer ihn eben ja. lädt. Ja, okay. Mit muss Leute Leute erklären, mhm. was du willst machen. Ja, für was. Ja. Und dafür mhm. Auch Gespräch sichern, was ich heute als neue Lücke wahrscheinlich auch mehr mache wie früher. Ich habe das gesehen auch nach am Gespräch mit den Bauern. Die Leute tun auch eine Strategie für ihren Betrieb. Die kriegen da Regeln von nur, worauf gehen. Da musst du gucken, dass die Motto kommen. Alle Kasse schon mal die eine oder andere Regel ändern, für wenn sie dein Ziel will erreichen. Ja, ja. Ja. Okay, noch an dem Kontext, weil ich habe effektiv als Pro mal aufgeschrieben, war das eher Vision für Lützeburg? Ja, ich weiß, wir drin, also an einem Schlagwort, das ist am Anfang, wie gesagt, der moderne Lützburg ist eine stärkere soziale Kohäsion. Mhm. Ich stärke Lützburg ist doch konkurrenzfähig par rapport zum Ausland, mhm. weil ich schlafe auch nicht. Ich hätte mhm. gerne, dass wir zu Lützburg auch Betriebe haben, auch Start-ups, technologisch Betriebe, Industrien, Handwerker. Also musst du gucken, was machen dann die zu Trier, was machen dann die zu Aachen? Ja. Von dem mal. Es mehr agréable als Bäcker zu sind zu Ehren wie zu Lützburg, dann haben wir ein Problem. Mhm. Also, ich hätte gerne, dass wir Betriebe haben, die gut funktionieren, aber nicht mehr für den Betrieb selber. Dass wir damit auch können Sozialpolitik finanzieren. Mhm. Also, Sozialpolitik hätte ich gerne mehr zibliert, wie bis jetzt, wo ich alles für euch gekriegt habe, dass ihr seht, denen helfen, die das meiste brauchen. Und dann hätte ich gerne, dass wir auch an der digitalen und ökologischen Transition ein bisschen mehr vorkommen. So nicht, dass die Fedro nicht gemacht haben. Das wäre falsch. Aber es hat alles schrecklich gedauert. Und das ist ein bisschen ein Lützburger Problem. Und ich bin zwar ein paar Wochen da, aber es geht mir alles ein bisschen zu lösen. Weil ich muss auch ein Staatsapparat als mich, sind nicht ganz viele Leute, aber wir sind da überall die Änderungen hinkriegt, das dauert ein bisschen. Just als kleine Parenthese dazu, weil ich arbeite eben in der Privatwirtschaft, in einem Technologieunternehmen zu Lützburg. Und wir haben auch ein Büro in China. Und der Managing Director von China, der sagt, weil auch bei uns, wir sind ein großer europäischer Betrieb, so, dem es okay geht, aber für China, wir sind schrecklich los. Der Managing Director sagt, hey, gib mir Software und ich mache an einem Monat, dass sie gut ist, dass sie gut funktioniert und wirklich so top Match spielt und ich lebe ihm auch. Wie können wir damit schnell gehen? Scheiß nicht. Wie können wir das da machen? Meine Bürokratie. Ich meine, dass ich noch dort leid, dass ich verzeihe vom Projekt, den ich heute. Und da meine ich, dass also Demokratie ist immer mehr los wie Betrieb. Mhm. Weil Demokratie, wo die Gesetzesänderung mit sich zieht, natürlich muss auch eine Majorität in einem Parlament tun. Also gut, wenn ich die Majorität tue, dann ist Regierung heute eine ganz starke Majorität. Wir haben 35 von 60 Deputierten. Das ist schon lange beginnen. Mhm. Die letzten 10 Jahre haben immer gekämpft, für genug Stimmen zu. Wir haben eine starke Majorität, darüber bin ich ganz stolz, dass erlaubt, noch das Programm umzusetzen, um als Hoffenstadt. Aber der Prozess der Decision ist einfach mehr los. Aber ich hätte trotzdem gerne den Gros an den ersten paar Jahren machen, weil das letzte Jahr ist immer ein Jahr, was schon im Wahlkampagne ist, da muss ich schon am Land kommen, bei euch. Ich hätte nicht also gerne die ersten zwei, all die politisch schwierigen Sujets, muss ich in die ersten zwei, drei Jahre machen. Ja, ganz gut. Apropos starke Majorität, wusstet ihr direkt, dass er Traumkoalition so CSU-DP wäre? Oder wie war das? Also, ich habe Wahlprogramme von den anderen gelesen. Mhm. Und ich habe in meinem Kopf, ohne ich habe alle meine Strategien zu entwickeln, ich habe
Ein paar Szenarien am Kap. Ich habe am Anfang auch gedacht, müsste vielleicht drei Parteien gehen. Mhm. Wieder mal gewinnt, waren schon in drei ja. Parteien. Ja. Mein Traum war eine Zwei-Partei-Koalition, weil ich einfach weiß, dass was da mehr um dich ist, dass es nicht kompliziert mhm. geht. Ich meine noch, dass das an der letzten Regierung zum Schluss eng von Ursache war, auch wie war ich gewonnen, wie war Leute gesehen und dass die drei Koalitionen ein bisschen die Luft ausgehen. Mhm. Sie haben das immer kontestiert, mich behaupten das einfach weiter. ich meine, Leute haben gesehen, dass die drei Parteien ein bisschen in drei verschiedene Richtungen gegangen sind. Ob eine Reihe ja, das ist mir schwer. Ja. Ich meine, dass mit der DP, dass der CSV und der DP, ob Purfrohen, es mehr einfach war, einen Akkord zu fahren, und das gilt vor allem für Steuerpolitik. Also so eine steuerer Wirtschaftspolitik, an Durufe auflehnt, Sozialpolitik. Ich meine, mit der DP war ein Koalitionsgespräch. Mehr einfach, ich hätte auch können in einer Koalition. Wir standen sowieso in einer Demokratie wie Lützeburg. Muss ich nicht fertig bringen mit den anderen Parteien, den großen Parteien, den Parteien, die Grundwerte vertreten, die an der Mitte sind. Mit all denen hätte ich können eine Koalition machen. Und die Koalitionsgespräche hat gesagt, immer Bertel, wenn da rauskommt, ja. Und dann waren sie den ganzen Tag. Da. Fang halt mal so ein bisschen die Stelle. Ja, das geht froh. Ich habe immer Karl Fees gekriegt dafür. Ja. Aber wie sehen die genau und aus? Wir lassen lieber die Premier Heil noch kommen. Wie sieht das genau da aus? Die trauen dich dann da und dann. Wie geht das? Wie kann ich das vorstellen? Na ja, ich habe schon gesagt, am Anfang. Ich hatte schon einen Auftrag vom Grand Duc, die Regierung zu bilden. Und das ist ja nicht Premier, das ist ja ein Prozedur. Für dich sagt der Grand Duc, ich chargiere euch, eine Regierung zu bilden. Mhm. Auch das beeindruckend. Ja. Du hast die Aufgabe gegen den zwei Delegationen, alle Partei konnte mit 10 Leuten kommen. Ich würde dich mal 12 festgesetzt, von denen diese könnte kommen. Mhm. Und du hast gesagt, wir gingen nicht von bei Adam und Eva aufhängen, sondern wir gingen. Just die zwei Wahlprogramme neben den Ehelehen. Und gucken dort Schmidtmengen zu fangen. Mhm. Und dann eine ganze Reihe von diesen Punkten stehen an den zwei Wahlprogrammen ähnliches. Das war also einfach. Und dann die Punkte, wo andere Sachen stehen, da bin ich der Versicht, einen Kompromiss zu fangen. Ich habe ein bisschen sondiert, für was die eine Partei das geschrieben hat, die andere Partei. Und eigentlich finde ich diese Verhandlungen schrecklich gern. Das geht einfach darum zu gucken, für was haben die Leute das geschrieben? Mhm. Was wollen sie erreichen? Wenn ich das bis weiß, dann finde ich noch ein Lesung. Genau. Nicht diametral opposiert, das ist gut. Das ist nicht der Meinung, dass ich etwas ein Resultat finde. Mhm. Und das ist dann anstrengend, so da ja, auf das geringen Nenner zu kommen. Das ist ganz anstrengend, weil du musst, besonders wenn du Präsident bist, musst du die ganze Zeit sitzen bleiben. Du kannst nie auf die Toilette gehen, musst du sitzen bleiben. zweitens musst du enorm aufpassen, das ist nicht wie am Handy zu spielen, ne? Weil sonst hast du den Zug verpasst. Mhm. Also du musst dauernd aufpassen, was den einen oder den anderen sieht. Oder wenn du ihn im Handy spielst, derzeit musst du eine Konklusion machen, nicht den nicht matt geschafft. Ach, zu spät. Das ist streng mit Flott. Okay. An dem Kontext, eben lo, sich nicht auflenken, los zu konzentriert bleiben, also du hast mich gefragt, mag dir irgendwie Übungen oder gönnt ihr das, dass dir so immer on top bleibt? Also sieht so, liest dir viel oder so sind das? Ich habe mich nicht die letzten Wochen, das ist einfach von meinem Frust an den ersten Wochen an der Regierung, als dass ich nicht genug Zeit habe. Okay. Weil, erstens weiß ich noch nicht genau, wo ich meine Prioritäten setze an der Regierung, an der Arbeit als Premier. Mhm. Und ich fand, dass ich zu wenig Zeit habe. Ich habe die letzten Jahre mehr gelesen. Da muss ich nach einem besseren Weg fahren. Ich fand, dass ich auch muss ich immer, man so viel, weil nicht mehr wissen, wie die mit denen schwätzt. Das war ein bisschen mein Prinzip, den ich gerne beibehalten, das ist mir noch nicht gelungen. Also, ich sehe euch ein paar Wochen da. Also, ist irgendwie ein anderer Trick, zum Beispiel, ich probiere im Moment meinen Handykonsum ganz drastisch aufzuschrauben, ja. Und morgens und abends nicht mehr auf dem Handy zu gucken. Ja. Das ist dumm, mehr aber. Ja. Das sieht meine Frau auch all das, natürlich nicht fertig wird. Okay. Sonst Mensch, der große Fehler, wie viele Leute, auch viele, die von RNO lauschen, dass der hat mich just aufsehen in Bett yeah. geht. Und er gesagt natürlich Sachen, die er am Kopf genau. Drin. Ich bin ehrlich zu, dass ich das noch nicht fertig bräuchte, das nicht zu machen. Weil ich mir auch so als Premier, du musst wissen, wer am Land dann lassen. Da kann ich die letzte WhatsApp,
die letzten Nachrichten nach Renkia. Und dann ist immer irgendein dabei, die dich beschäftigt. Mit das noch mal so gescheit Sachen, dass du nicht dass du auf TikTok oder auf Instagram Video guckst. Ja. Das wäre zum Beispiel ein bisschen mehr zeitverschwendend. Ja, ja, vielleicht doch offline kann. Ja. Man da das nie so einfach als so auf YouTube so Video gucken, wo zwei Auto gehen, ne Kurs machen. Seele. Ne? Okay. Seele. Ja, ich meine, da das wirklich zum Beispiel etwas, wo mir so nicht mehr plakativ, wir hatten ADHS, wir gucken ADHS, wir. Das sind wir. Ich behaupte dann nochmal, ja. Ich meine wirklich den Handykonsum durch so Video gucken, den reduziert Aufmerksamkeitsspanne enorm von einem jungen Gehirn. Auch von einem Männerjunge. Auch von einem Männerjunge wahrscheinlich. Ich meine, wir verlieren alle guten viel Zeit mit den Handy, mit den Social Media. Auf der anderen Seite sollen wir aber auch mehr wissen dürfen, aber auch mehr. Mhm. Wenn ich aber auch auf meinem Handy, ich gucke ganz viele Nachrichten-Appen, die ich früher nicht Aktien dazu gehabt. Ich gucke noch regelmäßig dann eigentlich ein Französisch, ein Englisch, ein Amerikanisch, ein Chinesisch. Mhm. Ich fand doch interessant. Ja. Mhm. An den Aktien hätte ich nicht gehabt, für um Internet, für, ist nicht im Internet, aber einfach auf der App, das ist so einfach. Du drückst drauf und dann sagst du, was die Engländer auf BBC suchen. Lest dir RTL-Kommentare bei Artikeln von dir selber? Nein. Okay. Ich und auch ein großes Problem damit, dass die Kommentare zugelost gehen, die nicht genommen drin haben. Mhm. Ich fand sie n'importe quoi. Und ich verstehe auch nicht, für was Medien so etwas zulassen. Ich fand alle Meinungen heute ihre Wert. Mit dem Vetter, den ich schreibe, mich auch etwas, ja, was bisschen, ich kommentiere da nicht weiter, aber ohne ihn nun, dann hat es schon, ist dann n'importe quoi. Mhm. Und das wäre so für mich nicht relevant. Wenn dir etwas so, dann dir so, ich fand das nicht gut, weil ich hätte gedacht, okay, da können wir darüber schwätzen. Aber ja, wenn ein Anonymen das sieht, dann ist es für mich irrelevant. Ja. Ich gucke dir bei das Gesicht, ja, ich lese noch Briefe, die Leute mir schreiben, aber wie das sollen sie auch nun dann schreiben. Mhm. Ja. Absolut. Ja. Oh. Muss man erzählen, mal froh. Ne? Nicht mehr erzählen, da gibt es manche Leute kommentieren. Sie muss sie dir wie auch ein bisschen davon, dass Leute, oh nee, das so, und da schreibt ihr ihm das. Also, ich denke, kann ja auch mehr, wir leben in einer freien Gesellschaft. Ich habe ein Problem, dass die Leute das schreiben. Ich bin froh, ob ich das lesen. Nee, ja, wenn ich etwas lese, dann lese ich Sachen, die ich mehr util finde. Ja. Und die ich auch mehr also interessant, mehr also enrichissant finde. Wenn ich lese, dann ja, ist interessant finde. Mhm. Wenn dann nicht Texte, oh, ist noch so ein Artikel, ich habe auch selbst gelesen, über chinesische Elektroautos, die hier umgegangen sind, die in Europa zu kommen, die ganze Diskussion. Wenn das hält dann eine halbe Stunde weg, dann ist das so interessant, dann ist das weiter gucken. Ja. So, ich habe noch eine andere Frage. Die war zu Davos, am Januar, um World Economic Forum. Ja, ich kann mir vorstellen. Minus 12. Minus 12? Ja. Das ist wirklich kahl. Die dritte kahl. Geht noch. Ja. Wie ist das? Du mit all denen, du sie auch mega reich Leute, die Milliardären also und mega powerful Leute. Wie kann ich dich das vorstellen? Weil es ja immer gesagt, ja, du geht alles in Schädel. So, die... Also mich impressioniert, dass ich viele Männer, die da müssen das zum Teil ein großes Show. Wir sind ja eng dahinter, gegen die anderen auch dahinter. Ich fand, dass es praktisch ist, an einem Tag viele Leute zu begegnen. Mhm. Das ist also relativ effizient. Du gehst da hin und das ist so Speed-Dating. wo ist an einem Tag kannst relativ viele Leute sehen. Und ich muss sagen, ich werde das erste Jahr vielleicht nicht gegangen, weil die Hauptursache war, dass ich ein Rendezvous da hat mit dem ukrainischen Präsident Zelensky. Und ich habe gedacht, erstens für die Ukraine zu suchen, dass wir das ganz schrecklich gegen fanden und dass wir sie gegen unterstützen. Und zweitens, dass Zelensky persönlich zu begehen an einem VRA-Gespräch mit ihm zu tun, dass das schon etwas. Und wie das sie proposiert und während die Ukraine die proposiert und dazu da was zu machen, habe ich gesagt, da ging ich. Mhm. Und da tut man dann noch erlaubt, ein paar andere zu geben. Ich war am Anfang, das war die Hauptursache, wir werden schnell am Anfang von meinem Mandat gemacht. Für den Rest, was dazu ein. Ein bisschen eine Show, was mich nicht extrem begeistert. Ich muss auch sagen, es sind ein bisschen zu viele Leute. Mhm. Und du läufst also Jitfried durch den Nähen. Und das
du dabei sind, die ganz viel suchen, oder dass du das mich besonders beeindruckt. Mit Gott, ich habe immer gesagt, dass die da, dass ich so ein Reim treffe und dann Lobbyismus, wissen Sie, dass das alles so geschieht. Ja. Ich gesehen das nicht so. Ich meine, das ist wichtig, dass in den Leuten noch Nullauf steht. Das ist auch zuletzt wichtig. Ich habe noch nie ein Problem mit. Ich weiß nicht genau, was Lobbyismus heißt. Ich fand, wenn ich in der Politik ist, muss ich die Politik nicht an der Theorie, und nicht an irgendeiner Glaskugel. Ich fand, du musst schon lauschen, was sind die Sorgen von den Leuten, was sind die Ambitionen von den Betrieben, von den Leuten. Da musst du unabhängig davon dezidieren. Und ich fand noch gut, dass die Leute gehen, die Betriebe gründen, was auch immer viel zu verdenken. Das fand ich ganz okay, solange es moralisch ist, solange sie auch die Suchen hoffentlich und ihre Leute auch ein bisschen mit verdelen, die das schaffen. Aber alles nicht zu hören, was sie suchen, ist auch ganz schlecht. Wenn ich einen Betrieb beginne, ich zum Beispiel, ich kann nicht ein Beispiel geben, das betrifft Lützburg, ich schon zu der, wo es auch den Herr Mittal begeht. Ich habe mit dem beschwert, über das Gesetz in Amerika, den Inflation Reduction Act, den die amerikanischen Unternehmen extrem unterstützt. Und ich dann erklärt, dass am Anfang nur mehr einfache Betriebe in Amerika zu investieren wie in Europa. Da kann ich mir denken, darüber schwätzen, dass es gut ist, konkrete Fälle zu hören, weil ich hätte gerne, dass in Europa Arbeitsplätze nicht stehen. Ja. Und so Leute beginnt es doch nur mehr einfach, wie du vielleicht Sossen zu hören. Das nenne ich nicht Lobbyismus, das ist nur lauschen. Natürlich gucken die auch, dass sie zu ihrem kommen, an der Beeinflussung mit das in der Politik und der Demokratie, wo auch nicht eine Person entscheidet, für da nur eine Schlussfolgerung zu ziehen. Also wieso kann ich nicht all die an der Demokratie zu dezidieren und mit denen influenzieren? Das geht gar nicht. Ja. Philipp, ich möchte gleich vor ein Elektroauto kaufen. Und los sind ob der Sicherheit oder passende Assurance. Aber AXA hat ein ganz spezielles Offer für Hybrid- oder für Elektroautos. Ah, wie sieht die aus? Aber sie bieten eine 15% Reduktion auf die Assurance bei den Hybridautos und 25% auf der von Elektroautos. Das heißt, wenn du 2000 Euro die Jahr gibst, bezahlen, dann bezahlst du eben just 1500 Euro. Dann sparst du mit 500 Euro. Nicht schlecht. Wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Aber super. Die sind auch alle zwei Mal versichert. Ich meine, da fällt die Decision noch nicht so schwer. Dafür klick auf den Link nach diesem Video. Warst du auch aktuell auf der Sicht einer Immobilie, beziehungsweise willst du gerne nur in Zukunft ein Appartement kaufen? Da bist du wahrscheinlich im selben Boot wie ich und hast das Problem, dass Zinsen nicht klammern. Mir anscheinend hat das auch ein paar Vierdeler, oder Philipp? Ja, das stimmt. Dadurch gehen auch die Spurzinsen am Antlut. Und wie besonders du davon profitieren willst, der braucht unbedingt Access von der Spurkäse, weil die Spurkonto, den du mit dran hast, die bietet einen besonders interessanten Zinssatz. Okay, ja, das tue ich effektiv nicht bedurcht. Das heißt, es bringt nur nicht etwas, für so in einem Spurkonto stehen zu holen. Und das ist effektiv praktisch, dass das doof ist und der Offer von der Spurkäse mal dran ist. Kurz Klammern, Ecker, von meiner Seite. Für zu Lützburg auf ein Problem hinzuweisen am Startup-Bereich. Das ist der Bereich, der mich ganz stark interessiert. Und ich kenne immer von Kollegen, von Bekannten, also, die eben heute Startups gründen, gesagt, dass es aber noch nicht so interessant ist zu Lützburg par rapport zum Ausland. Obwohl das ja noch draußen ein bisschen so kommuniziert wird, wie wann wir so ein Innovation-Hub wären. Aber anscheinend hast du noch viel Verbesserungspotenzial. Natürlich kann ich das mal auf der Weg. Wenn nicht, bis ein Startup gründen, dann. Ich will das mit, wie auch du. Ich weiß das doch. Ich will auch, ich war auch nie, ich will immer ein bisschen schmunzeln, wenn die Regierung für Druck gesagt hat, wir wären Startup-Nation. Ja. Zu Berlin und zu London. Ja. Und sie sind auch oder ganz viel. An Portugal. Ja. Ah, das ist ja noch ganz Sinn. Mir wäre interessant, das aber dich will ich da machen, das gucken, für was? Also der Portugal so interessant. Neben dem schönen Wetter, ich meine, das zieht auch viele Leute in. Ich meine, der Fett, dass du halt kannst an den dritten Bereichen von überall besser schaffen. Aber wenn du ganz viele Tech-Leute sich treffen, dann entsteht nicht eine Community, die haben wir nicht. Und die ist auch schwierig zu kreieren. Ja. Dann meine ich, muss ich noch gucken, par rapport zu verschiedenen anderen Kontinenten. Wir sind verschiedene Sachen mehr strikt wie andere. Als Privacy-Laws. Sie viel mehr streng wie in Amerika. Ja. Und das erklärt zum Teil, wie weit greifen die Firmen sich mehr dicht können in Kalifornien entwickeln wie bei uns. Ja. Und dafür meine ich, ich hätte gedacht, dass wir mehr Start-up hätten. Ja. Also muss man nur zusammen gucken, was kann ich machen, für das man ein bisschen mehr attraktiv danach geht. Ich meine, es sind ein paar Sachen. Also ich meine, dass eben, was wir da auf der anderen Seite. Dürfen Sie nicht schnitzeln? Nein. Ich meine, es sind
steuern, weil es geht immer gemacht, wie wenn Lützburg eben so einen Text haben, wäre mir final immer aus, das gar nicht der Fall. Und das hört zum Beispiel auch den CEO vom House of Startups, den kennt ihr ja bestimmt, Maya, mit dem hat schon ein Gespräch darüber, und den hat das auch konfirmiert, dass das gar nicht so interessant ist, parallel zum Ausland, wie immer gemacht wird. Dann ist es eben Talente unzählen, Lützburg ist mega teuer, das heißt, das ist mehr einfach als Startup am Ausland Talente zu kriegen, wie zu Lützburg, für Lützburg Salären zu bezahlen. Und dann, das ist ein Networking-Effekt, das heißt, was mehr Leute auf Lützburg kommen, was mehr Talente heraussehen, und dann ist das so ein Snowball-Effekt. Ja. Also du noch schaffen. Ne? Gut, merci. Gut. Nee, ich war doch wichtig für als Diversifikation von unserer Wirtschaft. Wir sind ein starker Verfechter immer gewesen, noch low von der Finanzplatz, weil ohne die geht gut nicht. Mit kann ich nicht nehmen. Von der Finanzplatz leben. Und also auch wenn ihr mittel- und langfristig guckt, also in ein Start-up, in ein Städtchen, du weißt sie, also ein Städtchen, du nur an einem kleinen Prozentsatz von der Fälle etwas mehr Größeres. Ja. Und das ist das, was mich interessiert daran. Ja. Und dafür muss ich das encouragieren. Ja. Genau, absolut. Ja. Das ist gut, und kann dir, wenn dir so da was, kann dir dann all die Leute, muss ihr da lehren, den hast du, den hast du, den hast du, weil... Ja, ich kann das wenig für dir, ich gucke nicht, ob ich kann hier googeln. Okay, ich muss all vier drum googeln. Immer wenn ihr eben geht, von der Dota Zucht, dann ist es immer Mensch util zu wissen, was den Hintergrund ist, wo ihr hier könnt, was wir drum geschafft wird. Und da hat mich Gespräche auch viel mehr bereichert. Und dann merkt ihr noch Interlokutoren, die ihr begegnet, die das ganz gut beherrschen, das direkt, also viel mehr am Gespräch zu bauen. Also ich kenne die auch nicht mehr aus der Zeitung. Okay. Weil ich da pur begegnet. Ja. Wen hast du den Impressionanten oder eh von den Impressionanten, den er kennengelernt hat? An den 9 Wochen. Ich ging so, dass von den Gesprächen, die ich hatte, das Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, das Interessantste war, auch was am meisten an Dave gegangen ist, den auch sich gut präpariert hat. Ich ging so in das war das bereicherndste Gespräch wahrscheinlich, fand mich so froh. Und dann muss ich so ein Gespräch mit Zelensky, das hat eine andere Dimension, weil natürlich der Staatschef beginnt, den aus einem Land am Krieg kennt. Also natürlich an sich schon extrem beeindruckend. Ja. Plus dann seine Tenue, wenn die eine ganz starke Kommunikation ist. Das zwei Jahre hast du den nämlichen T-Shirt, vielleicht nicht den nämlichen T-Shirt, sondern den nämlichen Look. Look, ja. Was natürlich eine beeindruckende Kommunikation schon ist. Ja. Und auch die war ganz gut präpariert, weil die nicht auch gefühlt gehen, so wie der Präsident Macron auch, dass er genau weiß, kennt den CV auswendig. Okay. Das ist bei euch ja aber schon ein Batz. Ja, so, dass die Leute. Du siehst da, die nicht haben es ernst zu tun. Das ist sie gut gebrieft, sie gebrauchen doch am Gespräch. Und wie ist es mit seinem Macron beispielsweise zu schwätzen? Ist das nur vergleichbar wie mit euch oder ist das eine ganz andere Sphäre als den. Also wie mit dir. Also wirklich so ein bisschen mehr normal. Ja, weil manchmal, wenn man das so ein Niveau so fake-freundlich geht, do. So, auch nee, auf dem Foto, nee. Da, auf dem Foto, wenn der so moin so, da sieht er immer so, und, also geht das dann noch weiter? Wieso dir da moin? Mal so, Wir waren Partner. das ist nicht fake. Also das ist sicherlich bei verschiedenen, also die Überflächen mit denen, die Gespräche, die ich nur habe, als Beispiel gehen, und das ist schon ein direkt, konkret Gespräch, aber natürlich, ich werde Wochen an die Vermeint wird evoluieren an der Intensität, mit war nicht, war kein Smalltalk. Mhm. Okay. Und das aber immer auf professionellen Niveau. Das ist nie so, dass er so, mein Connor und da. Doch, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt auch, weil versuche ich ja den anderen noch besser kennenzulernen. Mhm. Und ich bin schon so mit Macron auch darüber geschwärt, ist nämlich wie ein Gespräch darüber brütet, gesucht wird, was machen den Kanner, wo schaffen die, okay. Wie das eben mit dem Kanner in Frankreich zu Paris schafft, weil das dann natürlich auch schon direkt ein Gespräch bringt, dich auch nicht nur an, ich habe noch mit Zelensky über seinen Kanner gesperrt, wo die drauf wäre, was sie gegen ihn machen, was ich auch beeindrucke, weil der Papa Präsident von dem Land am Krieg ist, also das ist nicht extrem flott. Nein.
Wie alt sind sie denn ungefähr? Relativ klein noch. Ach, jung. Ja. Primärschule, bisschen Grundschule, ja. Alter. Nein, froh zu den Situationen generell, weil dir kommt man rüber wie in den ganz analysieren das. Relativ strategisch und sich da wahrscheinlich auch sehr gegen nie war, gut uguckt und eben, weil er darüber nachdenkt. Wenn dir direkt parallel misszählen, mit zum Beispiel uns oder jedem hier im Raum, an denen Leute, sind die Leute grundlegend anders oder sind das auch Leute wie du anders? Das ist an das andere. Das sind die, die drüber stehen und sind die, die ganz banal sind. Okay. Und in dem Sinn, als ein europäischer Rat von der Staats- und Regierungschefin eigentlich nicht ernst wie die Gesellschaft, mit dem merkst direkt auch, dass wir an einer Schulklasse, dass wir, du merkst, sind da verschiedene, die sind extrem scharf am Kopf, und andere sind viel mehr banal. Das ist am Anfang in dem Sinn, als es wie Wahl. Okay. Verschiedene können sich auch besser ausdrücken, die für mich auch nicht gesund. Ich bin stolz, letztes zu sehen, und ich sage das nicht nur für mich, sondern dass wir ein paar Sprache schwätzen. Ich merke, bei denen, die auch durch schwätzen, geht auf Englisch. Mhm. Und die am Englisch ein bisschen mehr lesen, die bringen es besser matt für das Salz beeindrucken. Ja, ja, kann ich verstehen. Sind auch die hier Sprache schwätzen, wie so die Übersetzung. Premierministerin von Italien, die schwätzt so schnell Italienisch, ich schwätze so schnell, dass die Übersetzung, können wir zu halten, nur, da verlierst du schon ein Stück weh. Ja. Absolut. Ja. Ja, das merke ich auch bei mir auf der Arbeit, wie gesagt, internationaler Betrieb. Und der Fakt, dass ich mit dem Deutschen Deutsch schwätze, mit Französisch Französisch, das ist mega. Auch mit Klienten eben. So, du hast direkt eine Proximität, die ist der andere jetzt nicht was. Dafür will ich auch bleibt encouragieren, weiter die Sprache nicht als eine Belastung zu sehen, als eine Chance. Wir haben Koalitionsakkord festgehalten, aber mehr Flexibilität bei dem Schwaff und den Sprachen erlauben, das hat damit zu tun, dass man sich viel kann, und die aus andere Sprachregionen kommen, und das verstehe ich. Wir wollen auch, dass die an der Schule weiterkommen. Aber für die es können, will ich sie encouragieren, als meine eigene Lebenserfahrung, sowohl im Privatsektor wie beim Staat, der Fett, dass wir viel Sprache schwätzen, einfach schwätzen. Als so in Natur, also das kann ich kaum durch irgendetwas anderes wettmachen. Und ja, wo logisch verstanden, an der Schule. Ja, das schon mein ich weiß nicht, das so mal, wir so nicht zu heim, weil dir so viel nur guckten. Ja. nee, das ist aber das ist so essentiell. Ja. Ich so nicht, ich hätte nicht die Karriere gemacht, die ich gemacht habe, ohne die Sprache. Geht nicht nur mal durch, aber das ist ein wesentlicher Teil. Ich fand an der Schule leer, den nicht genug schwätzen. Das ist viel Theorie, ja, Theorie. Und das nicht genug schwätzen. Ja. Das war den Anfang der nur wie gesprochen. Du weißt, war das COD, also war das COI, hast du ganz gesagt. Ja. Normal so. Genau. Du hast gesagt, das geht nicht immer dadurch. Was sind noch so Charakteristiken, wo dir so, das als Jungen, nur einfach auf alles raufgebracht, Jungen, schrauben denen durch, schrauben, wenn der Enker will, da voll schreisch gehen. Einfach nur generell, nicht vor allem an der Politik, mehr auch eben am Business oder so. Also ich meine, ein gut Ausbildung hilft. Das ist auch nicht der Schlüssel zu Hause. Du kannst auch ganz gut an der Schule gewesen sein, aber nur nicht. Dafür ist eine schulische Ausbildung ist nicht schlecht. Ich fand auch eine breite Ausbildung auch nicht schlecht. Das finde ich immer in England flott von Deutschland, die sind leere Geschichte und da gehen sie auch verkaufen. Das ist, was wir nicht so kennen, außer von England. Nee. Ich fand eine breite Ausbildung fand ich nicht schlecht. Da musste das Zweite, was ich bei mir selber entdeckt habe, du musst etwas Gera machen. Weil wenn du all das hingehst, ist es Stunden, das ist nicht ganz, dann gehst du gut. Und der Dritte, dass sich auch immer ein Ziel setzen, ein Ziel kann mehr höchst, wie das, was du erreicht. Zum Beispiel in der Wahlkampagne immer gesagt, ich habe ein Ziel, aber erreicht mich immer gedacht, wenn du kein Ziel gehst, ja, das geht doch nicht. Ja, und dann kann das doch mal ein schief gehen, und das ist doch nicht schlimm. Aber da muss ich ging so, das sind Hauptelemente. An der anderen, ich setze vielleicht noch einen dabei, wir sehen auch eine starke Sozialkompetenz zu. Das kann sich auch ein bisschen ulehren, dass ich mit den anderen noch eins gehe. Mhm. An den meisten Plätzen, weil ich schaffe, also nicht lang. Aber ich finde, als den Iselbass, da geht es ganz schwierig. Ja. Natürlich muss ich auch Teamwork, also nicht nur so Wut, da muss ich auch pflegen. Mit Kollegen essen gehen, ein paar trinken gehen. Auch am Nullausstuhl, wenn ich merke, dass die Männer nicht so gut geht. Ich meine, das alles gehört dazu, für auch erfolgreich zu gehen,
auch um weh nur no, der Platz, wo ich will hinkommen. Mhm. Mhm. Aber mir ist zum Beispiel schon mal als Viersatz gesagt, für das Jahr für mehr Wert auf Exekution zu legen, weil ich sehe in den heute ganz viele neue Ideen am Drehen, am Planen, mhm. voilà. Aber bei mir mangelt es noch ein bisschen an der Exekution. Und ich will wirklich den Zeitspann von der Idee bis zur Realisation verkürzen. Ich meine, das ist auch wichtig, oder? Das hängt immer davon ab, was für eine Aktivität den ist. Aber ich meine, jetzt muss ich auch selber ein bisschen herausfinden, wer den einen ist auch besser am Kreativen, den anderen besser an der Implementation. Mhm. Und da sowieso Abteilung von der Zeit ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Da sind nicht für den Menschen selber am Ströbeln, wenn ich die Zeit am besten so abnehmen darf. Das wünsche ich am nächsten Interview, wie das funktioniert. Okay, okay. Ja. Und so Rhetorik, also lehrt ihr da doch noch konstant weiter oder könnt ihr das nur einfach? Ich meine, dass ich immer inspiriert bin von guten Reden und Lauschern. Mhm. Ich habe immer Reden flott fand. Ich habe auch immer viel Reden geguckt. Redner, die gut sind, hört ihr wie den Präsident Obama. Mhm. Das sind inspirierende Reden. Und da finde ich, wenn ich rede gerne, hört auch Methoden raus. Also immer an seinem Kontext. Ich kann keine amerikanischen Reden haben. Das sind aber als Beispiel, ich lese gerne gut Reden. Ja. Mhm. Verfolge ich dort amerikanische Politik? Ja. Wer besser? Wen geht der Premier, Präsident? Ah, ich weiß das nicht, weil Amerika so ein Riesenland. Da ich auch die Kehr dafür drunter nicht gedacht, dass ein Trump gewählt ging. Mhm. Ich habe nicht gedacht, dass der Brexit ging geschehen. Und ich habe nicht gedacht, dass ein Trump gewählt ging. Und du lebst nicht frei von uns, du lebst immer ein bisschen in einem gewissen Kreis von Leuten. Und am meisten gingen die anderen nämlich denken. Am Schluss, da mit dem Kreis Freunde aus allen Berufen sind, dann trotzdem, die meisten, die ich begehen zum Beispiel, sind pro-europäisch, weil sie wissen, ohne Europa kommen wir nicht über die Grenzen, wir können Frieden, können wir als Produkte nicht verkaufen. Ich begegne der Seelen, die kategorisch dagegen sind, der gehen da. Und so war doch am England. Ja. Ja. Vielleicht auch, weil nicht immer mal über Themen genug geschwärzt wird, aber im Trump ist also ein bisschen das nämlich. Ich fand es schon erstaunlich zu sehen, dass an der Republikanische Partei trotzdem Großbritannien, also ein Land mit ein paar hundert Millionen Einwohner, dass du just so eine Person überhaupt als Kandidat auf hier könnt. Ich muss sagen, trotzdem fährt das in Amerika, ich bin ja darum gewundert, ich suiviere das, ich fand das interessant, das ist schwierig zu verstehen. Mhm. Ja, das wissen Sie von den zwei Seiten. Ich verstehe nicht, dass das so ein großes Land kein besser Leute findet wie Biden und Trump. Was sagst du? Ja, Regen und also das ist muss ich dem Land, egal wer Präsident wird, Amerika bleibt für uns ein extrem wichtiger Alliierter. Ja. Und es sind also auch Regierungschef in einem Land, was will eine stark transatlantische Relation haben. Weil ohne Amerika geht vieles nicht. Das sind wir, sind sie ganz flott Universitäten, sie ganz stark in der Technologie, Silicon Valley, und das ist nicht ein Stern, einfach, weil du zum Schenk der Kalifornien, weil du extrem intelligent Leute sind. So ganz viel investieren in die Recherche, weil auch manchmal muss man mehr in Europa machen. Dann ist es einfach eine große Demokratie, weil auch Trump hat zwar das Resultat nicht richtig unerkannt, aber in vielen Jahren aber müssen unerkennen, weil die Volksdemokratie mehr stark waren. Und so schlussendlich ist es eine Macht begrenzt an der Zeit. Und alles das ist wichtig für pro-amerikanische und enfin, das ist das einzige Land, was eine Armee, die uns kann helfen, was wir brauchen, weil ohne Amerika ein Mensch für Europa nicht genug utiliert, für sich zu verteidigen, wenn sie gegen attackiert gehen. Und hinter dem Ukraine-Krieg ist das nicht mehr eine Theorie. Mhm. Gut, dann eine Präferenz für Europa, wie die gewählt gehen? Also, ist ja nur Premier. Ich kann nur nicht mehr einfach so schwer sein. Ich meine, die gut wissen, dass ich eine Präferenz habe unter den nur zwei Kandidaten, die für Europa besser wären. Okay. Mir ist schon so aal. So, hast du, ja, bei beiden hast du gesagt, so ein Video, wo ein ganz Mann schwatzt schon mal. Inhalt und Prävisibilität ist wichtig an der Politik. Und ich meine, dass es gut war, auch wie der Ukraine-Krieg angefangen hat, an der Lohr schwierige Momente.
dass der amerikanische Präsident vernünftig geschwärzt hat. Mhm. Und sein Alter hat ihm vielleicht auch geholfen, um ein ganz responsabel Art und Weise zu reagieren auf verschiedene Sachen. Ja, noch mehr diplomatisch, wie sein Kontrahent. Ja. Meine Herren, die sind ein Romantiker. Und ich frage mich, wie das läuft. Wie ist das denn? Aha, meine Quellen. Meine Quellen? Ja. Wie ist das, und dann nicht mehr lang, könnte man der Frau für Valentinstag in ein Restaurant gehen? Also, das kann ich noch daheim feiern. Mhm. Und das Zweite, dass das effektiv nicht nur unbedingt für Valentinstag, aber generell schon etwas ganz Komisches, etwas, was mich extrem steuert, nur in den Wochen. Mhm. Dass er sein Anonymat und sein impressionant Art und Weise verleiert. Also etwas, mit dem ich mich ganz schwer tue. Mhm. Ja. Und die muss aber, gell? Also die können nicht so, das ist gut. Das sind schon nach dem Überlegen. Okay. Ja, das hat mich Ich meine, dass das eine öffentliche Person sind, ein Premierminister in einem Land sind, also in dem Sinne nicht einfach. Mhm. Ja. Und die sind dann von meinen Schatten zu. Das ist vielleicht mehr an das, und heißt der verschwommen. Ja, vielleicht. Ich meine, zuletzt bist du dir wirklich die einzige Person, die an dem Fall ist, oder? Also, beziehungsweise immer den Herr, den Premierminister. Weil am Ausland geht ja auch mal einer so bekannt Leute. Bist du froh, dass der Bettel noch immer mehr bekannt ist wie ich? Ja. Ja, am Fond. Also ich meine schon, dass das einfach mal der Funktion ist. Ich beklage mich auch nicht darüber. Mhm. Ich bin ja froh, dass es beantwortet. Mhm. Wir hatten ich esse also mehr daheim. Ja. Konkursiert ja. Wir hatten auch auf Insta, also Instagram, als Null-Austrag gefragt, ob sie noch froh hatten. Ich kann da ein paar vier lesen. Mhm. Ich fange mal mit einer von unserem guten Kollegen, den Bazooka Bruce, also Rapper, den alle Jahre einmal der von der Podcast kommen. Auf Hong, kurz Parenthese, der sieht nur Bazooka Bruce die einzige Person, die man für zwei Danke auf den Podcast invitiert hat. Gut. Ist das ein großer Ehre für ihr? Ja, das sind wir ja eher bewusst. Mit der Sucht wieder für so gesunde Versprechen, das ja. Ich gemacht habe. Nein, wir also, ich kann mich an Versprechen erinnern, an schon gedacht, wenn es da los ist. Ich habe schon keine Zeit, das so zu halten. Die kommen, nee, wissen was, in den Wochen, Premier Lob, schwätzt du nicht mehr das. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Also. Ja. Mal dem Bazooka Bruce sing froh aus. Wie aus sing Meinung zu der FDP? Also ich sehe nicht so froh, das sing echt froh. Vielleicht muss ich auch kurz erklären, was FDP aus. Denn Herr Bazooka Bruce, den hat während der Wahlkampagne demnächst eine Pseudopartei gegründet, den hat keine richtige Partei gegründet, mehr auf Social Media ein bisschen den Witz gemacht. FDP steht für Fick den Partei. Also, war das eher Meinung zu seiner Initiative FDP? Vielleicht die Initiative bis 400, wenn jemand vorgestellt hat, dann kann man tun, ich auch dazu keine Meinung. Ja, richtig so. Sind zwei Frau, die ist ein bisschen eine seriöse Frau. Hat die einen teuer Jacket? Ein teuer Jacket? Ja, weil sein letztes Lied das heißt teuer Jacket. Ah. Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich kaufe die Jacke der Boutique. Also ich bin so schwer an der guten Mittelschicht von den Sachen, die ich kaufe. Mal, dann lebt Greis und der Bazooka Bruce, dann hast du die Antwort. Heuer sei froh, die ist interessant von Ihnen. War das Ihre Meinung zu Bitcoin? Also einfach von Kryptowährungen allgemein. Ja, also ich fand, ich muss ihn immer offen sein zu neuen Ideen. Ich war Finanzminister, gell? Und der Finanzminister ist natürlich echt der Meinung, dass eine Währung muss man einem Staat garantiert geben, dass man eine Währung kann gehen. Mhm. Für mich als Bitcoin, wenn man eine Aktie kauft, dass eine Sache, die gewissen Wert hat, mit dem Wert, den das schwanken und das nicht garantiert. Dafür fand ich interessant, ich selber ging kein kaufen. Okay. Ich fand eine Technologie, die ich dafür brauche. All diese Sachen fand ich interessant, die sind auch util zu unterstützen, weil dadurch können noch andere Sachen entstehen. Mit Bitcoin als solch ist für mich zwar gleich, wie gesagt, mit einer Aktie, aber nicht mit einer Währung. Also ich fand auch Technologie und Drohnen, Blockchain wahnsinnig interessant. Ja. Also wenn du einfach ganz raufbrichst, ich sehe auch keine Informatiker, aber ein Smart Contract für irgendein Intangible Asset, so mal als Beispiel ein Intellectual Property Right, weil das ein Mengenbereich gerade ist. Die ganzen Transaktionen, alle bei einer Blockchain gespeichert hast, das
gibt so viel Sinn, und ich verstehe nicht, für warum wir so viele Mittelmänner noch für verschiedene Sachen haben. Weil mit Blockchain wird alles viel mehr transparent gehen, viel mehr direkt, und so viele Mittelmänner werden wegfallen. Ich habe einen unterstützenden Satz für Blockchain an den Regierungsprogrammen geschrieben. Gut. Merci. Mhm. ja, genau. Hier ist noch eine, die ist interessant. Ganz aktuell. Wieso wollt ihr direkt Tischeverbot ersetzen? Andere Probleme sind mehr wichtig. Ich habe nicht angesagt. Es war die Stadt Lützeburg, die gesagt hat, hier ist ein richtiges Problem und das muss man lesen. Was aber mich stört, dass das überhaupt in den letzten Jahren und auch Parteien, die sich ganz sozial ausgehen, dass die zugelassen haben, so viele Leute auf der Straße sitzen. Für mich ist die juristische Diskussion nicht wichtig. Ich hätte gerne, dass Schiedsrin zu Lützeburg etwas zu essen hat und ein warmes Bett hat. Und ich investiere lieber Energie als Suchen an Better für die Leute, an der Hummer, dass die Leute auch encouragieren, da hinzugehen. Ich kann nicht akzeptieren, dass Leute, auch Freunde von mir, nicht mehr wollen, oben auf den Hamilus gehen, weil da Leute sitzen, die eine Unsicherheit, real oder empfund, ausstehen, dass die anderen Leute in ihrer Freiheit empêchieren. Und das ist am Anfang das richtige Thema. Und dann, dass du schon so lange darüber geschwärzt wird, ich fand, das reflektiert effektiv nicht Problematiken, die wir haben, mit denen du Probleme musst gelesen, muss wegen sozialer Beweis gelesen gehen, aber nicht auch gucken am Ausland, wie viel steht, wo den Thema nicht so ist. Ich hätte gedacht, wie gesagt, die Leute etwas zu kriegen, an ein Bett kriegen, und dafür werde ich auch dafür sorgen, dass das geschieht. Mhm. Und dass die anderen Leute können oben frei an den Hamilis oder Theaterplatz gehen, ohne dass sie dauernd da fährt, hinzugehen. Konkret mehr ONG, wie Stimmen von der Straße so. Ich meine, muss ich die zwei Sachen machen. Muss ich die Organisationen stark unterstützen, weil die machen eine remarkable Arbeit. Ich fand das wirklich formidabel. Auch da schaffen ganz viele Volontäre noch, aber auch die nicht als Volontär schaffen. Und da meine ich, dass effektiv auch die Aufgabe vom Staatswesen dafür zu sorgen, dass, wenn die Leute ihr Geschäft tun, dann keine Lust mehr ist, ihren Radier immer hinzufahren, den du übernimmst. Da muss ich noch die Leute verstehen. Wo schicken sie dann hin? Auf die Plätze, wo es gehen eine ganze Reihe Foyer, die Caritas, Croix Rouge, andere ONG machen, für den Leuten eine Auffangstruktur zu gehen und noch mal den Leuten zu schwätzen. Ich weiß, dass das in der Theorie heißt, du mir einfach in der Praxis. Aber wir haben einen Flottstaat. Ich meine, die muss auch so bleiben und da muss ich auch immer rum dafür sorgen, dass das Zusammenleben von den Leuten in der Stadt möglich geht. Und das ist in dem Kontext, wo ich die Thematik gesehen. Mir nachher geht das ein Reglement von der Stadt Lützeburg, weil das ein spezielles Problem entstanden ist. Und das muss nur umgesetzt gehen. Und dann ist das Thema fertig. Noch zwei Fragen dazu. Also, ich würde mich wirklich interessiert, nicht für euch, für seine Frage zu stellen. Aber, für was ist denn das Problem überhaupt? Also, für was sind die Leute nicht heute schon oder gestern schon an der Foyer, an die anderen Strukturen gegangen? Für was war du das Problem? Könnten sie nicht gerne hin, weil sie also so alles geklaut kriegen und so und scheren. Okay. Weil da das ja als ich mal rausfanden, für was ist das Problem heute wie nass, da können wir lesen. Und vorhin hat Lovic einfach als Interesse. Ich bedauere, dass die Regierungen für drin nicht oder nicht genug erholen, sonst wäre doch, wie gesagt, nicht zu der ganzen Diskussion rund um Gesetzestext da kommen, was eigentlich eine Diskussion aus einer Juristin, mit dem reellen Problem aus um Terra. Wie gehen wir mit dem Problem um? Lust man das alles zu oder so, wir müssen in einer Gesellschaft eine Reihe Regeln gehen, die Regeln vom guten Zusammenleben, aber du kannst nicht in den anderen an seinem Leben zu viel steuern. Wenn den du sitzt, dann nicht mischt, steuert das ja keinen. Wenn aber du sitzt, der Comedy mischt, mit Hündes, wenn den Dreck an dem Mutig an seinem Entree mischt, weil du auf die Toilette gehst, dann ist das ein Problem, den anderen an seiner Freiheit steuert. Und das geht um eine Reihe Plätze. Und das ist das Problem, das muss ein Gemeng, aber notwendig zu sterben, das ist eine Gemengeresponsabilität. Aufhaken wird Gemenge durch die Responsabilität für die Sicherheit und Salubrität. Ihr könnt doch nicht ihren Dreck auf die Straße gehen. Mhm. Ihr könnt denken, Pubel, aber ein Pubel nicht, da kriegt ihr einen auf den Deckel, wenn da ein Dreck auf die Straße geht. Das, das ist geht zusammenleben, ja gut nicht. Mit Frau, als die Mirlo könnt das gute Problem da gelesen, durch das ein Hescheverbot verbietet. Nein, ich sage dir, das Problem ist für dich mal den anderen Problem,
wie an der Teil ist, seiten Aspekt davon, weil brauchen auch Instrumente natürlich am Gesetz, wann ihr nicht auf dem anderen Punkt hier könnt, dann die Leute dann müssen muss stricken. Also heißt es, die Leute muss der Staat auch durchgreifen. Okay. Auch nicht der Meinung, dass in Unsicherheit kann, zu viel sich entwickeln lassen. Mhm. Sicherheit als eine Grundkondition vom guten Zusammenleben. Okay. Ja. Die geht auf verschiedene Plätzen der Welt nicht, weil der fährt. Weil der fährt dann über Fall geht, dass er auch geklaut wird. Voilà. Und ich fand eine von den flotten Sachen von Lützeburg aus, dass man relativ sicher Leben an Sicherheit, an dem muss ich an allen Aspekten auch beibehalten. Und dafür, das ist auch eine Aufgabe vom Staat. Kannst du dich erinnern, wie mein Kado getrippelt sind? Mhm. Und da haben wir auch mal gestorben. Wir sind gelaufen. Ja. Da waren noch Leute so. Ja. Aber das war durch. Aber ich kann mich auch nicht gut an der Mathe aus. Das könnte für mich so rüber, wie wenn das Teil so ein Bekämpfer vom Symptom wäre und nicht von der Ursache. Ja. Ich meine, dass in der Bar auch nicht an all diesen Aspekten richtig gefällt, dass wir müssen in die Bar gehen, bei den E-Minister das Reglement nicht approbiert hat, den anderen Minister auch dazu. Ich meine, das ist ein bisschen eine Konsequenz von der Wahlkampagne. Und da muss ich natürlich auch gesehen, die Opposition sichtlich natürlich auch Sujet, und das auch legitim an einer Demokratie. Ich kann das ganz nicht einfach bewerten. Okay. Okay. Sollen wir zum Kriegssänger vorkommen? Ja. Wir haben also, ich weiß nicht, ob man das schon gemacht hat, wie der für die Lastheu war, dass egal dem Nächsten eine Frage stellt. Hat man das doch schon. Ja, und ich nicht müssen mir bitte eine Frage stellen. Nein, nicht mehr bitte. Ja, davon absahen ich das. So etwas hat man auch gemacht. Ja, nicht noch. Also, egal. Mit Krieg hat wusst nicht, dass dir heute gekommen. Ja. Wir sind froh aus. Und dir auf ein öffentliches Toilette geht. Und so ist knastisch. Putzt das sie, ihr das sie benutzt? Oder geht da drauf und dann los so zurück, wie das sie von tut. Nee, ich gehe nur bei einer anderen Toilette. Ja, okay. Ich bin auch genau selbst gern für das Effektiv. Ja. Heuer schießt noch einen Frau von einem Mann an. Ich weiß nicht, ob der Philipp Ernst erkennt, den Meteo Bullet, den Meteo-Menschen von Lützeburg. Egal, ist nicht schön. Auf alle Fall hat er 12 Frauen am Thema natürlich vom Klimawandel, nämlich ob hin sich bewusst ist, was der Klimawandel für Lützeburg bedeutet, an dem gleichen Atemzug, für was ist der Klimawandel laut Singer auch so keine Urgence? Ich fange genau nun. Ich habe nämlich nicht so gesagt. Ich bin so zitiert. Ich bin der Meinung, dass der Klimawandel ein extrem Gefahr ist für die Menschen generell, weil es Plätze gibt auf der Welt, die werden verschwangen. Wir führen alle noch, dass wir nicht mehr genug Werte zählen haben, dass wir Probleme von Wasser, dass wir Probleme haben von Evaluieren, nicht Haut am Mann. Und dafür sind ich eigentlich der Meinung, dass das schon ein ganz seriöses Thema ist. Was ich gesucht habe, als der Weg wieder hinzugehen, den muss man den Leuten merken. Und dafür geht es vielleicht heinst du zu schnell, und dann erreicht man just den Gegenteil. Und da hören wir mal die Landwirtschaft als aktuelles Beispiel. Wenn wir zu viel strenge Regeln machen, dann haben wir nur kein Kommi auf der Wissstunde. Dann haben wir zwar vielleicht Naturgerät, aber dann haben wir auch kein Milch mehr, die Leute haben keinen Job mehr, die Leute gehen arm am traurig. Das, so kann ich das nicht machen. Ich hätte gerne doch in Zukunft mal eine Landwirtschaft tun. Ich hätte gerne, dass wir in Zukunft auch noch können reisen, wenn ich nur so kann ich mit einem Flieger fliegen. Da sind Leute kulturell manner interessiert. Da sehen sie nämlich, was bei anderen Kontinenten, anderen Ländern geht. Eigentlich wäre es gut, wenn man kein Flieger, kein Auto mehr hätte. Das ist nicht realistisch. Also so nicht. Wir müssen um weh du hin, die Etappe vielleicht ein bisschen lösen, dass man die Leute matt kriegen. Und das war mein Erst. Okay. Die sagen, vom Klimawandel mit nachhaltig bekämpfen. Lesen. Ja, und also auch nicht so viel nicht mehr auf Daten fixieren. Wir sind fokussiert auf den 2030, 2050, wissen wir gut, dass wir das werden fertig bringen. Wenn 2055 ist, ist doch okay. Das geht um eine Trajektoire. Wir müssen schon etwas machen, dass das Problem nicht kränkt. Ich verlange nicht, dass ich wenn man mir da d'accord ist. Ich will das erklären, auch der Person, für wer ich das so gesagt habe.
Okay. Ja, nicht... Wie auch zu erneuerbaren Energien, muss ich mich, ich hätte gerne die nächsten Jahre viel mehr erneuerbare Energien. Wenn der die Jahre mehr oder weniger da hat, ist nicht der Punkt. Ich meine, das wichtig ist, dass das nächste, wie wir auch vorher schon gesprochen hatten, für eine Vision, ein Ziel zu setzen als Leader, wo jeder da kann wissen, ja. Dahin rausschaffen. Und ich akzeptiere, wenn nicht jeder mit d'accord ist. Und das ist die neue Lücke. Früher habe ich mich, vielleicht habe ich mich mehr an der Defensive gespielt. Heute sehe ich nicht die Diskussion. Und dafür fand ich das, mit der das ein Approach, die ich über die Jahre geändert habe. Okay. Ich bin noch im selben Kontext, aber es soll nicht just um das Klimaproblem gehen, sondern generell. Eine Frage, die mich natürlich persönlich interessiert, nämlich, welche Probleme brauchen eine technologische Lösung? Dir als Premierminister hat natürlich einen anderen Insights wie ich als kleiner Tombusseler. Du meinst, willst von dir wissen, wo soll ich mich starten, wenn ich kann? Ich frage, welche Probleme brauchen eine technologische Lösung? Ich meine, dass ganz viele Sachen durch Technologie eine Lösung können finden, weil sie dazu beiträgt, dass man mehr effizient gehen, dass man mit mehr Ressourcen können mehr erreichen. Ohne Technologie ging so intellektuell zurückfallen. Dafür ist Technologie ein Moyen, für etwas zu erreichen. Das ist also nicht nur für Probleme zu lösen, sondern einfach für an der Gesellschaft für uns kommt. Technologie ist selbst für mich enorm positiv. Wenn man kein Telefon hat, dann hat man kein elektrisches Telefon. Produktion geht immer besser. Und ohne Technologie geht das nicht hin. Ja. Meine Technologie kann quasi alles machen, außer den Emotionen. AI. Nein, geht immer besser. Auch nicht. An die Romantik hätte ich noch nicht immer dran sein. Der Romantiker. Gut. Aber am Anfang müssen wir zwar noch gar nicht präpariert, meine ich, also wir hätten mich, meine nicht. Ihr könnt also im nächsten Gast auch eine Frage stellen. Irgendetwas, also kann ein persönlich, ein philosophisch, so eine Frage kann alles sein. Meine, das ist natürlich noch schwierig. Ich ging so ein, ihr solltet froh werden, sich gegen von dem neuen Premierminister erwarten. Okay. Und da sollte man auch, was er gesagt hat. Okay. Oder schlauschtern, der dann wäre ein Podcast. Okay, gerne, ja, gut. Wir schneiden das da raus und dann checken wir mal das. Ja. Voilà. Perfekt. Ja. Denkst du nur, wie könnte. Nee, das ist aber interessant. Ja. Ich meine auch, dass ich Aufgabe habe, nur zu lassen, was Leute gerne, wenn das ist, was doch am Bereich von meinem Aufgaben ist, dass ich das auch hört. Ja. Und dann die allerletzte Frage von meiner Seite. Was war dir erst nur eurer Zeit als Premier, als was dir so an Erinnerung bleibt? Für was da gemacht hat oder als was dir soll an Erinnerung bleiben? Da sind froh, dich mal viel stellen, weil ich ging sicherlich gerne 100 Jahre noch, gleich so nach den 5 Jahren aus Lützeburg ein gutes Stück noch 4 kommen. Das heißt, die Punkte, die Hauptpunkte von meinem Wahlprogramm umsetzen, wie wenn ich zum Beispiel könnte Kinderarmut ein bisschen reduzieren, wenn ich könnte dafür sorgen, dass man mehr alternative Energie, was doch quasi maßbar ist, oder das Thema, was ich besorgt, dass das hier noch nicht mehr ging bestehen. Das ist das End, und wie gesagt, die Kinderarmut, ich ging sie gerne besser verstehen, über die Artikel heraus, die da geschrieben wird. Wie können wir so ein Thema an einem reichen Lützeburg diminuieren? Und dann, an der Dinge, die dann ein bisschen mit auch zu summen, ich hätte gern, dass man auch in Zukunft ein Land wäre, wo es flott Arbeitsplätze gibt. Ich will nicht, dass Herr Nogit fragen soll, dass mehr flott zu Paris zu schaffen wie zu Lützeburg. Ich hätte gern, dass zu Lützeburg die Ökonomie interessante Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze schafft. Und dafür muss Stimmfeld dafür stimmen. Und wie gesagt, wenn das stimmt, dann kann ich auch die Sozialprobleme besser lesen. Also das sind schon zwei Punkte, auf denen ich gerne ging, wo ich mich selber aufwerben muss. Und das sehen wir dann im Podcast, im Ende der Legislaturperiode. Ja, perfekt. Das okay. War von mir. Also, mir ist vielmals merci, dass ihr heute wart. Merci, ich. Wir pressieren das wirklich. Und auch merci für das Nachlauschen. Und bis in 2 Wochen. Ciao. Ciao.